also Blumen, Durchblicke in einem Garten, Durchblicke in einer Landschaft. Die Farbigkeit, die die Natur so außergewöhnlich schön darstellt. Das, was unser Auge glücklich macht. Das ist die Natur für mich. Und das versuche ich, so gut es geht, zurückzugeben. So, da mache ich jetzt ein kleines Bild. Hier in Potsdam gibt es noch, in Fauninseln gibt es auch wunderschöne Parkanlagen, Gärten. Dort werde ich auch malen. Die Maulbeerleben möchte ich gerne malen. Paradiesgärtlein, das ist auch da in Sanssouci und im Sanssouci direkt. Und da werde ich heute malen. Und zwar von oben hinunter zu der Fontäne schauend. Und das Bild hat schon den Titel, der Blick des Königs, denn das, was der König von oben gesehen hat, das male ich heute. Es gibt immer den Kampf mit sich selbst und mit dem Bild, ja? Und es gibt immer diese Tausenden von Dialogen mit dem Motiv. Ist es fertig? Ist es richtig? Ist es gut? Stimmt alles? Stimmt all das, was ich wirklich in einem Bild haben will? Stimmt all das, was ein Bild für mich dann fertig darstellt? Und das ist immer ein Kampf. Bei jedem Bild. Und das hört nie auf. Es ist jedes Mal aufs Neue. Ja? Ehrlich gesagt, ich könnte über den Stil nicht sprechen, weil ich male das, was mir wichtig ist. Das, was mich selbst persönlich glücklich macht. Das, wo ich denke, das bin ich, das kommt von mir, es macht irgendwie, ist ein Teil von mir in jedem Bild drin. Wenn es nicht so ist, dann kann ich dieses Bild unmöglich ausstellen. Das mache ich auch nicht. Ja? Aber jetzt mich für einen Stil festzulegen und zu entscheiden, das ist mein Stil. Ist schwierig.